Ja, bei wunderbarem Wetter wollen wir uns jetzt nochmal zusammen die expliziten Einschrittverfahren in Aktion anschauen. Und ich hoffe, dass Sie dabei diese ganzen Konzepte noch ein bisschen besser verstehen. Okay, also es geht um explizite Einschrittverfahren. Ich möchte Ihnen ein paar Sachen am Rechner direkt zeigen und nutzen werde ich dabei das Programmiersystem, das ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe. Und ja, Sie können aber auch entweder das Notebook direkt runterladen und als PDF werde ich es auch direkt nochmal verlinken. Okay, ja, wir werden uns die Einschrittverfahren an zwei Beispielen anschauen, eigentlich nur an einem Beispiel. Und das sind die beiden Standardbeispiele der Vorlesung. Einmal eine ganz einfache lineare Differentialgleichung mit der Lösung y von t gleich e hoch t. Und dann diese zweite Differentialgleichung y' gleich 1 plus y Quadrat mit der Lösung y von t gleich Tangens t. Diese zweite Gleichung werde ich Ihnen überlassen. Das heißt also, Sie können da an dieser später mal ein bisschen rumspielen. Ich werde hier ausschließlich mit der linearen Gleichung arbeiten, wenn ich mich recht erinnere. Zunächst mal wollen wir dieses Problem definieren. Eine Anfangswertaufgabe ist einmal definiert durch die Differentialgleichung, das heißt also durch die zugehörige Funktion f. Und in diesem Fall ist gerade f von t, y gleich y für die lineare Differentialgleichung. Und der ist gleich f von t, y gleich 1 plus y Quadrat im Fall dieser zweiten Gleichung, die die Tangens als Lösung hat. Ja, dann brauchen wir ein Intervall, auf dem wir arbeiten, also ein Intervall AB. Und wir brauchen einen Anfangswert. Und alles habe ich hier gerade vernünftig definiert. Okay, gut. Achso, und ich habe die Lösung hier auch gleich mal angegeben. Dann können wir hinterher vergleichen, wie gut unsere Approximationen tatsächlich, oder wie nah unsere Approximationen tatsächlich an unserer Lösung dran liegen. Zunächst mal wollen wir uns die beiden Lösungen anschauen. Das eine ist die Exponentialfunktion e hoch t im Intervall von 0 bis 1. Und das andere ist der Tangens im Intervall von 0 bis 1. Interessanterweise liegen die beiden ziemlich parallel, wenn man das so skaliert wie hier. Aber glauben Sie es mir, ist tatsächlich das eine ist e hoch x und das andere ist der Tangens in diesem kleinen Intervall hier vorne natürlich nur. Okay, gut, dann wollen wir unsere Einschrittverfahren definieren. Zunächst mal, das geht hier nicht gut. Ja, gehen wir mal so hin. Genau, so geht's einfacher. Zunächst mal ein explizites Einschrittverfahren. Wie sieht das aus? Das braucht zunächst mal ein Gitter. Ja, und hier vorne das Gitter ist das Gitter IH. Dann braucht es die Differentialgleichung. Das heißt also, es hat hier vorne, es braucht diese Funktion f, die die Differentialgleichung definiert. Und es braucht einen Anfangswert. Und das heißt, es braucht ein y0. Und das a steckt ja bereits im Gitter drin. Das heißt, brauchen wir hier nicht nochmal explizit zu übergeben. Außerdem brauchen wir eine Verfahrensfunktion phi und die werden wir nachher definieren. Was liefert uns dieses explizite Einschrittverfahren? Naja, es liefert uns einen Vektor von Näherungen an die Lösung der Anfangswertaufgabe an den Stellen, die durch IH definiert sind. Das heißt also erstmal die Größe dieses Rückgabevektors hier vorne, yh, also die Größe der Näherungen, sollte genauso groß sein wie das ih, also die Anzahl der Stellen, an denen wir die Näherungen berechnet haben wollen. Und und die allgemeine Form ist sowas wie, neuer Wert ist alter Wert plus h mal dieses phi. Schauen Sie in die Vorlesung, das ist wirklich exakt 1:1 genau das nachprogrammiert, was wir in der Vorlesung angegeben haben. Okay, ach so, und ich lasse hier tatsächlich auch nicht äquidistante Gitter zu. In der Vorlesung haben wir, glaube ich, nur äquidistante Gitter uns angeschaut, der Einfachheit halber. Okay, gut, das Euler-Verfahren, wie war da das Phi? Schauen Sie wieder einfach ins Skript, steht genauso da, habe ich hier exakt alles so abgeschrieben, das Phi aus dem Euler. Erstmal, was kommt da rein? Da kommt rein unsere Funktion f, die die Differentialgleichung definiert. Wir haben die Stelle t, an der wir gerade das Euler-Verfahren auswerten wollen. Wir haben den letzten Wert, also unsere Näherung
für die Lösung an der Stelle T. Und ja, wir haben noch die Intervalllänge H. Das sind die vier Parameter, eigentlich die drei Parameter, die eingehen. In der Vorlesung haben wir das F nicht als einen expliziten Parameter gewertet. Okay, und dann haben wir, gucken Sie in die Vorlesung, steht genau da, für Euler ist gerade das Phi nichts anderes als das F. Dann beim verbesserten Euler, mit denselben Parametern natürlich, haben wir die Verfahrensfunktion f von t plus h halbe, y plus h halbe mal f von t und y. Ja, da sehen wir schon, wir brauchen zwei Auswertungen tatsächlich, um das verbesserte Euler-Verfahren durchzuführen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Und beim Verfahren von Hoyn, wieder mit denselben Parametern natürlich, da werten wir zunächst mal das f von t und y aus. Und mit diesem f1, können Sie wieder direkt mit der Vorlesung vergleichen, berechnet dann das Verfahren von Hoyn die nächste Näherung als die alte Näherung plus h halbe mal genau diesen Term, der hier vorne steht. Und auch hier sehen wir natürlich wieder zwei Auswertungen, brauchen wir, um einen Schritt dieses Verfahrens durchzuführen. Okay, also testen wir das Ganze mal und versuchen wir einfach mal die lineare Anfangswertaufgabe zu approximieren mit dem Euler-Verfahren. Hier an 16 äquidistanten Punkten im Intervall von 0 bis 1. Ich erzeuge mir zunächst mal das Gitter und freundlicherweise hat NumPy genau so eine Funktion, die einem ein äquidistantes Gitter erzeugt. Und das ist genau das hier vorne. Ja? Also von im Intervall von A linear bis B linear sollen n Punkte äquidistant verteilt werden und in ein Gitter geschrieben werden. Das ist genau das, was wir brauchen hier. Okay, dann wählen wir das explizite Einschrittverfahren auf diesem Gitter mit der linearen Differentialgleichung mit Anfangswert y0 linear, also mit Anfangswert 1. Und wir wählen als Verfahrensfunktion das Euler-Verfahren. Okay, hier habe ich die beiden dann mal aufgetragen, das Orange oder Gelbfarben. Ich glaube, das Orangene ist die tatsächliche Lösung, E hoch T. Das Blaue ist das, was uns das Euler-Verfahren als Approximation liefert. Und Sie sehen so ein bisschen das, was wir erwartet haben. Das passiert hier tatsächlich, nämlich die Fehler sind der Unterschied zwischen der Approximation und der Lösung ist hier links. Naja, die starten am selben Punkt. Das heißt, hier vorne ist der Fehler zunächst mal 0 und nach rechts, da akkumuliert dieser Fehler immer weiter auf. Ja, da addiert sich dieser Fehler immer weiter auf, wird immer größer und hier vorne tatsächlich an diesem Punkt hier vorne ist ja am größten. Ja, und mit Fehler meine ich hier natürlich den Unterschied zwischen der Lösung und der Approximation, die wir durch das Euler-Verfahren erhalten haben. Okay, gut. Der erste Begriff, den wir eingeführt haben, war der globale Diskretisierungsfehler. Und im Grunde haben wir den gerade schon gesehen. Aber ich möchte es hier nochmal ganz klar machen. Wir haben einmal hier an 6 Stellen mit dem Euler-Verfahren eine Näherung an die Lösung berechnet. Das sind diese blauen Kreuze hier vorne. Und dann haben wir in dieser Definition betrachtet die Lösung auf dem Gitter. Das heißt, das wären dann genau diese orangenen Punkte hier oben. Und die Differenz zwischen diesen beiden, ja, das haben wir zunächst mal als EH bezeichnet und das Maximum davon, das haben wir dann den globalen Diskretisierungsfehler genannt. Ich habe gerade gesehen, es ist zwischen dem Skript und dem Video ein kleiner Unterschied in der Definition des EHs, aber der globale Diskretisierungsfehler ist in jedem Fall gleich definiert. Das ist gerade genau die maximale Differenz, die maximale Betragsdifferenz zwischen der Approximation und der Lösung. Und das würden wir auch ganz natürlich als den Fehler so einer Approximation bezeichnen. Okay, globaler Diskretisierungsfehler ist also das Maximum der Beträge dieser Funktion EH. Und zum Beispiel für unsere Approximation mit 6 Punkten würde hier vorne der globale Diskretisierungsfehler 0,23 sein. Naja, und wo wird er hier natürlich angenommen? Gehen wir natürlich mal hier oben hin. Der größte Unterschied zwischen der Approximation und der Lösung, den haben wir natürlich hier oben. Und Sie sehen, naja, mit dem 0,23, das kommt tatsächlich so ungefähr hin. Okay, gut, dann
erwarten wir natürlich, dass wenn wir eine gute Approximation haben, das heißt also, wenn wir das Haar klein gewählt haben, dass dann auch der Fehler dieser klein wird, also dieser globale Diskretisierungsfehler klein wird und noch ein bisschen mehr. Wir erwarten, dass das Ganze oder wir hoffen, dass das Ganze konvergent ist. Das heißt, wenn das Haar gegen Null geht, dann sollte auch der globale Diskretisierungsfehler gegen Null gehen. Und das wollen wir uns auch hier nochmal wieder anschauen. Und zwar wähle ich mal 10 äquidistant verteilte Punkte, 100, 1000 und 10.000. Und ich gebe Ihnen hier den zugehörigen globalen Diskretisierungsfehler an. Und Sie sehen, wir starten mit einem Fehler von 0,13 bei 10 Punkten, dann hier 0,013, 0,0013 und so weiter. Das heißt, bei 10.000 Punkten haben wir hier einen Fehler von ungefähr, 1,3 mal 10 hoch minus 4. Okay, einmal sehen wir natürlich tatsächlich erstmal, das passiert, was wir erwarten. Wenn das Haar kleiner wird, dann wird auch tatsächlich die Approximation besser. Das heißt, der globale Diskretisierungsfehler wird kleiner. Und wir sehen noch was anderes. Ich habe hier immer das n mit 10 multipliziert. Und tatsächlich, das heißt, das Haar wird dann jemals um den Faktor 10 kleiner. Und das bedeutet dann natürlich, und das bedeutet hier tatsächlich auch, dass der Fehler jedes Mal um den Faktor 10 kleiner wird. Das heißt also, das ist genau das, was wir erwarten, wenn sich der Fehler genauso verhält wie das Haar. Ja, das Haar wird um den Faktor 10 kleiner und dann wird auch der Fehler um den Faktor 10 kleiner. Das ist genau das, was wir hier haben. Das heißt, wir werden schon vermuten, diese Approximation, die wir hier haben, die hat einen globalen Fehler in der Größenordnung groß O von H. Und das hätten wir nach der Konsistenzuntersuchung wahrscheinlich auch erwartet. Jetzt hatten wir zwei alternative Verfahren und das war einmal das verbesserte Euler-Verfahren und einmal das Verfahren von Hoyne. Die hatten den Nachteil jetzt, dass man zwei Auswertungen machen muss von f in jedem Schritt. Und wenn das das teure ist, sind die also pro Schritt doppelt so teuer wie das Euler-Verfahren. Und die Frage ist, lohnt sich das? Und wir ahnen schon ein bisschen, die haben bei der Konsistenz ja deutlich besser abgeschnitten. Vielleicht lohnt es sich tatsächlich. Und ich mache genau dasselbe wie vorhin, nur jetzt eben halt für das verbesserte Euler-Verfahren. Das heißt, ich nehme hier die Verfahrensfunktion verbesserte Euler und dem Verfahren von Hoyne nehme ich die Verfahrensfunktion Phi Hoyne. Okay, wir schauen uns an, was uns der verbesserte Euler liefert. Ebenfalls wird hier der Fehler tatsächlich kleiner. Das heißt, wenn ich das H kleiner wähle, wird der Fehler hier kleiner. Das heißt, das können wir zumindest numerisch mal so feststellen. Und wir sehen noch was anderes. Wenn wir das H um den Faktor 10 verkleinern, das habe ich ja immer hier vorne gemacht, wir fangen hier vorne an mit 5 mal 10 hoch minus 3. Dann kommt sowas wie 4,5 mal 10 hoch minus 5, dann 10 hoch minus 7, 10 hoch minus 9. Das heißt also, wenn wir das H um den Faktor 10 verkleinern, dann wird der Fehler um den Faktor 100 verkleinert. Das heißt also, wir erwarten tatsächlich, dass das Ganze hier mit h² geht. Der Fehler liegt in der Größenordnung von h². Und das heißt, unsere Vermutung wäre hier schon, dieses Verfahren, das wir da haben, das ist nicht nur konsistent von der Ordnung h², sondern es ist sogar auch konvergent von der Ordnung h². Das heißt also, der globale Diskretisierungsfehler, der liegt wirklich auch in der Größenordnung groß O von h². Und genau das werden wir beim nächsten Mal auch beweisen. Ich vergleiche jetzt hier nochmal die einzelnen Verfahren, genau mit den Ergebnissen, die wir vorhin hatten. Das heißt also beim Euler-Verfahren, da hatten wir zum Beispiel hier mal n gleich 1000 gesetzt. Das heißt, wir brauchen hier 1000 Auswertungen von f und erhalten eine Genauigkeit von 1,3 mal 10 hoch minus 3, wenn ich das richtig sehe. Und beim verbesserten Verfahren, beim verbesserten Euler-Verfahren und beim Verfahren von Hoyne brauchen wir doppelt so viele Auswertungen. Aber dafür bekommen wir hier eine Genauigkeit von 4,5 mal 10 hoch minus 7 für beide Verfahren. Und man sieht natürlich, der Unterschied ist wirklich gewaltig. Mir ist dann vorhin erst aufgefallen, bei einem linearen Verfahren sind tatsächlich die Verfahren von Hoyne und Euler gleich. Das heißt, das ist nicht sehr überraschend, dass wir hier tatsächlich auch genau dieselben Ergebnisse bekommen. Wenn Sie das Ganze mal für das Beispiel mit dem Tangens durchführen, dann werden Sie hoffentlich sehen, dass Sie da unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Aber eben diese Genauigkeit, also diese Abhängigkeit von h² sollte bleiben.
Als letztes wollen wir uns noch mal ganz kurz anschauen, was noch mal Konsistenz bedeutete. Ja, Konsistenz bedeutet, wir haben irgendeine Lösung der Differentialgleichung. Und dann bezeichnen wir als Konsistenzfehler, praktisch wenn wir diese Differentialgleichung einsetzen in das diskrete Verfahren. Das heißt also, wir nehmen mal an, zu irgendeinem Zeitpunkt sei hier vorne noch der richtige Wert auf der Kurve bekannt gewesen. Und dann berechnen wir einfach mal, was uns unser diskretes Verfahren liefern würde für den nächsten Schritt. Also beim Verfahren von Euler ist das hier, glaube ich, würden wir von hier vorne ausgehend jetzt ja, da vorne zu diesem Punkt kommen und der wirkliche Wert wäre hier oben an dieser Stelle. Das heißt also, das ist sowas wie der Fehler, der jetzt nur in diesem einen Schritt hier vorne passiert. Und das ist so ein bisschen das, was ich angekündigt habe. Das Problem des Gesamtfehlers, das ist, dass da nicht nur dieser lokale Fehler reinkommt, der an einer bestimmten Stelle entsteht, dadurch, dass wir die Differentialgleichung diskretisieren, sondern das Problem ist, dass wir zusätzlich auch noch einen Fehler von vorne mitschleppen. Und die beiden Fehler wollen wir jetzt erstmal trennen, also diesen Fehler, der von links reinkommt, dadurch, dass ich hier vorne an der falschen Seite rauskomme, und den Fehler, der dadurch reinkommt, dass ich hier vorne halt Differentialgleichungen nicht löse, sondern einfach nur ein diskretes Verfahren hinschreibe. Also hier statt der Differentialgleichung einfach nur Euler benutze. Okay, und der Unterschied zwischen diesen beiden hier, nochmal geteilt durch H, das ist so ein bisschen, das braucht man halt technisch, nochmal geteilt durch H ist das, was wir als den Konsistenzfehler bezeichnen. Okay, gut, ich hoffe, dann ist ein bisschen klarer geworden, was dieser Konsistenzfehler und was der globale Diskretisierungsfehler sind. Und ja, jetzt ist die einzige Frage ist jetzt, warum schauen wir uns diesen Konsistenzfehler überhaupt an? Der ist doch eigentlich völlig uninteressant. Uns interessiert am Ende, wie gut ist unsere Approximation. Und das ist der globale Diskretisierungsfehler. Und wir werden zeigen, diese beiden hängen ganz, ganz eng zusammen. Mit Hilfe des diskreten Lemmas von Gronwall, das sie in den Übungen bewiesen haben. Und ja, das machen wir direkt am Anfang der nächsten Vorlesung. Thank you.